Und damit herzlich willkommen im neuen Jahr mit dem ersten Minecraft-Video. Wir haben heute den 4.1. Ja, also das Versprechen von meinem letzten Jahr habe ich erfüllt, ne? Das heißt, das war's jetzt mit Minecraft-Videos dieses Jahr. Nee, also mal gucken halt, ne? Ja, wurscht. Ich habe mir überlegt gehabt, ein neues Projekt, was ich gerne verwirklichen würde. Was ich noch nicht, wo ich noch keine Ahnung habe, wie es wird, warum es wird, also warum schon, aber wie es halt wird. Und ja, und zwar, ich habe mir hier ein Merch gegönnt, deswegen habe ich auch noch 20.000. Aufgrund einer sehr netten Nachbarin von mir, ja, Grüße geht raus. Ja, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, wir bauen hier eine richtig schöne Kirche hin, ja. Genau. Und deswegen halt ein Zweier-Merch halt. Vierer wäre natürlich auch nicht schlecht, aber. Also hier, den Nachbarn kenne ich. Ich weiß gar nicht, ob hier einer ist. Ist hier überhaupt einer? Wahrscheinlich ist hier einer, weil hier ist überall einer. So. Ja, Besitzer andere. Oder gehört das? Das kann natürlich sein, dass ich weiß sogar. Nein. Dass ich sogar weiß, wem das gehört. Gut. Links können wir wieder fliegen. Das macht die Sache einfacher. Ja, und zwar habe ich mir halt überlegt, hier eine Kathedrale hinzubauen. Kathedrale ist vielleicht etwas zu groß gesagt, vielleicht eine einfache Kirche. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Hier ist der Startpunkt, also hier ist genau die Mitte von dem ganzen Spaß. Hier spawnt man halt bei PA3. Jetzt gucken wir mal. Jetzt geht wieder los. Habe ich eigentlich noch irgendeine gescheite Schaufel? Ja. Effizienz 4. Sollte ich dafür verwenden? Weiß auch nicht so genau. Ist schon wieder ein anderer Beacon, ne? Von Kawa-Verlosung. Ja, Sweet Lily hat mir im Übrigen das, ne? Ermöglicht. Ja, machen wir das so, das so. Das so. Ach, das ist Red Bull, ja genau. Name Tag. Jetzt bei denen. Wieso? Ach so, ja klar, wenn ich mal unterwegs bin. Drachenei-Spawner. Gut. Gravel ist okay. Ja, ist jetzt die Frage, wie wir das machen. Jetzt hier erstmal so einen kleinen Vorhof. Dann wartet man mal hier schön symmetrisch. So. Jetzt dann hier so raus. War nicht so. So, wir machen so. Ja. So, das heißt, hier zwei und hier zwei. Ja, das Kreuz kommt da weg. Das habe ich jetzt nur drin, damit ich eine kurze Vorstellung habe, wo die Mitte von dem ganzen Spaß ist, weil ich bin eigentlich jemand, der schon darauf achtet, dass man das Ganze symmetrisch macht. Bisschen erkältet, also ich hoffe, darüber kann man hinwegsehen. Jetzt könnte man ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen, ey. Nee, wir machen das mit Stone Bricks, nicht mit Cobblestone. Zwar habe ich das. Also wenn das zu sehr nervt, dann schalte ich es aus, ne? Also, ne?
ganz ohne ist auch Kacke. Mag ich nicht. Ja, ist doch okay so. Das machen wir mit Bricks. Jetzt brauche ich eigentlich noch Kies. Kies ist hier. So. Ich weiß noch nicht so genau, ob meine Entscheidung gut ist. Also eine Überlegung war halt gewesen, dass ich von dem ganzen Geldmacherei und sowas wegkomme. Das Geld halt dafür verwende. Ach, scheiße, jetzt habe ich. Ach. Das Geld halt dafür verwendet, dass ich. Oh. Ich komme gerade aus der Nacht, ich habe ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. Das Geld dafür verwendet, mir Baumaterialien zu kaufen, um etwas Schönes zu bauen. Ich hoffe des Weiteren, dass die Audioqualität meiner höchst erquickenden Stimme etwas besser geworden ist als jetzt zum letzten Video. Nur damit ihr so eine ungefähre Vorstellung habt, ja. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich überhaupt tue. Und da ich jetzt einen neuen PC habe, sind die ganzen Einstellungen, die ich gemacht hatte, flöten gegangen. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich diese Einstellung halt irgendwie wiederbekomme. Ich habe nur keine Ahnung wie. Aber mal sehen, ob sich da irgendetwas machen lässt. So, jetzt habe ich hier schon mal den Weg davor. Hier schon mal den Weg vor. Was mir halt nicht so gut gefällt, ist, dass hier beleuchtet ist. Da muss ich mal gucken, wie wir das machen. Gut, dann bauen wir jetzt hier erstmal so ganz grob. Der Eingang hin, weil wir den Eingang haben wir jetzt hier genau. Also hier hin. So. Siehst du, jetzt brauche ich doch wieder hier meine Sig Touch brauche ich nicht. Meine Spitzhacke. Die brauche ich sowieso, weil ich ja noch die die Stufen einsetzen will. Jetzt hoffe ich nur, dass ich noch Stufen habe. Wenn nicht, muss ich mir erst ein Crafting Table bauen. Zwei alle hier haben wir noch Stufen. Perfekt. Stufen brauchen wir viel. Slabs? Ah, Slabs, komm her. So. Also bei uns im Ort gibt es zwei Kirchen, das katholisch und evangelisch. Und da ist aber eine Besonderheit bei uns, weil, jo, was war das? Weil nämlich, die evangelische Kirche ist ja in der Regel relativ schlicht gehalten, ja, und die katholische Kirche ist ja hier mit Bildern und hast nicht gesehen. Und bei uns ist genau andersrum. In der katholischen Kirche kommt es dir vor wie so ein Staatsgefängnis, ja. Das ist nicht schön. So. Ich glaube, es gibt sogar einen Befehl. Jetzt sehe ich schon wieder einige Kommentare eventuell. Also, das heißt einige, ich habe nicht viel, aber, ne? Wie war denn das? Paytime 6000. Nö. Nur Time? Ist kein Zugriff auf diesen Befehl. War doch irgendwie. Oder 600? Weiße Plot Trim. Ach, keine Ahnung, es ist halt jetzt dunkel. So. So und so.
Ja. Ist auch schon mal okay. Jetzt kann das hier auch schon mal weg. Weil ihr wisst ja jetzt, was ich baue. Ich weiß es auch. Ich hoffe, ich kann mich jetzt auch in der nächsten Folge noch daran erinnern, was das hier werden sollte. So. Ja, Gravel, genau. Und die Mitte habe ich ja jetzt auch. So. Ja, gut. Jetzt haben wir ja schon mal das. Große Fenster will ich auf jeden Fall haben mit verschiedenfarbigem Glas, was sich versteht. Aber das so nach vorne stehen lassen und jetzt hier. So schräg geht ja nicht, ne? Ich kann jetzt nicht die Treppenstufe so schräg, ne, kann ich nicht. Na, mal gucken, wie wir das machen. Bis eins. Nehmen wir die Keys. Ne, wir müssen noch weiter, weil das sieht sonst nicht so aus. So, das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 5 neben dem Kies. Das heißt hier noch 4. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt ist das schon mal symmetrisch. Ja. Ist das schon mal symmetrisch? Ich bin gerade am überlegen, ob er vielleicht irgendwie so Türen baut, die eigentlich, ne, das so aussieht, als sei das so offen, ne? Weiß schon nicht genau. Ja. Also ich bin immer mal so ein bisschen am Chat lesen, weil ich war jetzt hier schon lange nicht mehr. Ich bin on gewesen. Setzen wir hier das erstmal bis hierhin hoch. Ich denke, das sieht halt besser aus, wenn man das so macht, anstatt wenn man jetzt hier hochzieht. Am liebsten hätte ich ja hier so eine Schräge oder halt hier so Treppenstufen, ne? Aber die kannst du ja nicht schräg ansetzen. Also, ne? Schräg halt. Die Kirchenfenster sollen, wo sollen die anfangen? Ich denke auf der Höhe. Wenn die auf der Höhe anfangen, ist das okay. Wie müssen wir das aber machen? Wie müssen wir das machen? Weil ich hätte gern die Kirchenfenster in diesem Stil. Diesem Stil. Oder wir machen sie breit. Drei breit. Dann haben wir sie als. Ja, das sieht ja halt schöner aus, weil es halt kleiner ist, ne? Warte mal. Ja, komm hoch. Hoch mit dir. So. Hier ist Baumeister schlechthin. Aber ich kann hier nichts erkennen, was irgendwie das so, wie ich es brauche. Weil das Problem ist, ich könnte das ja verkleiden. Aber dann wird das halt wieder schon wieder so massiv, das wäre ja dann 3 Meter dick, wenn ich das von außen und von innen verkleiden müsste. So, hier so ähnlich halt, ja, aber guck, das ist halt dann schon wieder eins tief. Und hier ist dann gerade, ja. Ein abnormal geiles Plot hier im Übrigen, ne? Also, großen Respekt, sowas, ne? Sowas baue ich. Gut, das habe ich jetzt ihr geschenkt, ja. Aber sowas baue ich hier, ja. Und sowas kann man halt auch bauen.
Also, egal, machen wir dann. Also, wir haben gesagt, auf 2 Meter fangen die Fenster an. Da würde ich sagen, das erste Fenster machen wir jetzt erstmal nur 3 breit. Die ist halt schon ziemlich massiv, ne? Ah, wie machen wir das? Wie machen wir das? Oder soll ich die nur 2 breit? Ja, aber wenn ich die nur 2 breit mache. Wenn ich die nur 2 breit mache, dann kriege ich das Glas nicht bis oben hin. Ist doch dann auch wieder Kacke. Okay, lassen wir Fenster erstmal dahingestellt. So, Fenster erstmal dahingestellt. So, damit wir jetzt hier nicht in irgendwelche. So. Was ich mir überlegt hatte, das war jetzt mal bei Kies, ja. Die Wand nicht nur einfach so zu machen, sondern. So halt, ja. Also der noch weg. Dass man das halt nicht so gerade hat, einfach. Aber da ist, denke ich, eins jeweils ist zu viel. Das sieht dann zu gerippt aus. Junge, diese Schaufel, ey. So. Nicht vergessen, ja. Das ist hier alles Neuland für mich. Ihr könnt ja gerne über mich lachen, ja, das kriege ich ja zum Glück nicht mit. So. Na, ich denke, wir ziehen erstmal grundlegend den Rahmen. Und dann gucken wir, dass wir noch irgendwelche Absätze, Ornamente und so ein Scheißzeug nach außen setzen. Machen wir erstmal so weit. Machen wir erstmal so weit. Ich denke aber, das hat eine gute Breite, der Kollege hier. So. Ja. Das Ganze, das ist hier GUI, wie es hier schön in Minecraft heißt, ist auch kleiner, weil ich habe jetzt hier einen 4K-Monitor. 4K bringt natürlich bei Minecraft, ne, also das sieht hier alles, wie ihr seht, aus, ja, aber so bei anderen Games, The Witcher, Battlefield, hast du nicht gesehen, ist 4K schon echt mies. So. Aber das stimmt doch nicht. Da fehlt da noch einer, oder? Klar fehlt da einer. Nee. Oder? Jetzt warte mal. Da jetzt ist es jetzt gleich lang? Da scheiß doch drauf, ob das jetzt hier gleich lang ist. So. Ja, und dann hatte ich mir halt gedacht gehabt, hier irgendwie. Wenn wir das 3 breit, ja 3 breit, das passt doch perfekt. Es war mir wieder klar, dass ich wieder in irgendein Loch falle. Bei dieser Hyperschaufel hier. So. Dass man jetzt hier irgendwie was Rotes hinsetzt. So ein roter Teppich halt. Lustigerweise habe ich keine Ahnung, wie man einen Teppich herstellt. Könnte mir eventuell vorstellen, dass ich Wolle dafür brauche. Teppiche. Dann kommt dann jetzt hier dann so die einzelnen Reihen dann so, ne, wo dann die Bänke sitzen, die sind dann hier so. Entweder wir machen hier in die Mitte ein Altar.
Ja, in die Mitte kommt auf jeden Fall ein Altar. Und dann vielleicht noch so eine Bubble-Kanzel so. Nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti, Amen. So ungefähr, ne? Also halt so eine Bubble-Kanzel. Ja. Wo ich im Übrigen noch nie einen Pfarrer drin gesehen habe, ja. Aber jede Kirche hat das irgendwie. Auf jeden Fall müssen wir. Ja, nee, ich warte nochmal den Kies, weil ich schon nicht genau weiß, wie ich die Wand mache. So. Wie mache ich den Innenraum? Den Innenraum mache ich. Den hätte ich gerne hier mit diesen Fliesen. Was war das denn nochmal? War das Diorit? Ich habe keine Ahnung. Diorit Andesit, irgendwie so ein Zeug war das. 18, perfekt. Granit, ne, Granit ist rot. Ich glaube, Andesit. Ich habe keine Ahnung. Ja. So. Gut, dazu muss ich jetzt aber auch erstmal hier alles weg. Aus Holz machen wir es nicht. So, Brandgefahr, hast du nicht gesehen, ne? Da muss man ja schon drauf achten. Warte mal, drei breit, also das wäre dann hier. Ja, genau. Andesit ist es, perfekt. Ich kleide das jetzt hier erstmal so ein bisschen aus. Das sind auch alles so Gedankenstützen für so einen alten Mann wie mich, ja. Der braucht das. Wenn ich jetzt hier in einer Woche oder so wieder Minecraft aufnehme, dann brauche ich das. Das sieht doch aber okay aus. Wenn man jetzt dann hier die einzelnen Dinger dann mit Holz macht. Ich würde sagen, wir fangen erstmal hier an. Die machen wir zwei breit. Weil da kommt ja auch die Bank hin. Und zwar sollen die Bänke dann bis hier hin. Dann haben wir zwei frei. Das ist okay. Das heißt, ich brauche Holz. Holz ist hier oben. Hier ist noch gar nichts. Glas. Glas. Glas brauchen wir auch auf jeden Fall. Eiche, dunkle Eiche. Machen wir das mit dunklem Holz? Birke wird zu hell. Fichte ist doch okay. Fichte, Akazie ist zu rötlich, Tropenholz ist zu selten. Stämme unverarbeitet, Jungle Wood, Oak Wood. D. Farbstoffe, Glas, tralalalalala. Ja. Könnten auch noch Ton verwenden. Sehen wir dann, wie wir das machen. Den Gravel erstmal raus. Man hat einfach immer zu wenig Platz hier unten in dieser Leiste. Ja, das ist auch okay. Das bietet auch einen schönen Kontrast zu dem hellen Andesit. So. Denselben Spaß machen wir jetzt hier auch gerade nochmal. So, das muss ja alles seine Richtigkeit haben hier. Boah, guck mal, genau so weit. Perfekt, wie als hätte ich es gewusst. So. Das heißt, bis hier, genau. Dann zwei frei. Jetzt die Frage, wo da die nächste Reihe kommt. Wollen wir wieder zwei freilassen und dann hier die nächste Reihe? Ja, so machen wir das.
So, nicht alles. Ja, das habe ich jetzt dann hier wieder super hingekriegt. So. Also wieder. Zwei. Jetzt habe ich doch schon wieder Scheiße gemacht. Warte mal. So. Zwei frei habe ich gesagt. So. Das heißt, du kommst auch wieder weg. Wird schon wieder dunkel hier. Zum Glück habe ich hier gefühlte 100 Watt LED direkt in mein bezauberndes Gesicht leuchtend. So, und zwar war jetzt nämlich die Überlegung, wenn wir jetzt das hier dahinter setzen. Zwar war jetzt nämlich die Überlegung, da Glowstone reinzusetzen. Da müssten wir aber, oder machen wir das? Boah, Digga, wie machen wir das denn? Ja, bauen wir einfach so eine Kirche. Einfach so, das wird einfach, ne, aus dem Ärmel geschüttelt hier. Wie machen wir das? Wenn ich jetzt, oder an jeden zweiten, ich jetzt hier, ja, probier das mal. Hier setzen wir einen ans Ende, ne? Habe ich ja genau ans Ende habe ich gesagt. Also ich habe gar nichts gesagt, ich habe es gedacht. Ja, aber dann ist es doch wieder. Ne, das darf nicht hier hin, sondern das muss da hin. So. Und zwar, jetzt passt mal auf. Jetzt habe ich schon wieder keine Axt. Mir jetzt egal, das ist so. Und zwar habe ich mir. Hoppala! Habe ich mir jetzt gedachtet. Wieso sind hier keine? Na egal. Dass wir ein Glowstone reinsetzen. Für die allgemeine Beleuchtung. Vorne. Ja, vorne. Glowstone reinsetzen mit einer Falltür oben drüber. So, deswegen gehen wir uns jetzt mal Glowstone holen und Falltüren holen. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, könnte ich eigentlich. Oh, hier ist es noch. Könnte ich eigentlich. Was zu essen holen? So, warte mal, haben wir hier Falltüren? Nein, wir haben doch, wir haben vier Falltüren. Ja, okay, einfach zum Testen ist es schon okay. Sogar ein Trap Chest gewesen, wie ich gerade gesehen habe. Netherrack, Sensor, Glowstone. Machen wir erstmal vier. Gott, da fahr rein die Scheiße da. So, jetzt kriege ich aber langsam wie echt Kohle. Ach, Kohle sag ich, Hunger. Ihr habt doch noch, nein. So. Hier, mal die Hälfte. Zieh dir erstmal hier schön Steak rein. Jetzt habe ich aber. Brauche jetzt den Glowstone gerade und ich brauche die Falltüren. Den Glowstone setzen wir hier unten in die Erde rein. So. Dann kommt ja das weg, weil ja hier wieder Zeug hinkommt, ne? Nicht vergessen, kommt Zeug hin. Und zwar so. An der sieht. Dann so. Müssen wir jetzt mal gucken, ob das so ausreicht von der Beleuchtungskraft her.
Das weiß ich eben schon nicht. So und so. Dann kommt ja hier in die Mitte, kommt ja noch rotes Zeugchen. Dann sieht man so also gar nichts mehr davon. Ist doch schon mal okay. Warte mal, wir hatten gesagt, zwei bleiben übrig, ne? Genau, zwei bleiben übrig. Eins, zwei, die bleiben übrig. Das heißt, bis hierhin kommt das. Dann machen wir hier dasselbe nochmal in grün. Das heißt, da auch wieder ein Glowstone hin. Und Falltür drüber. Dann haben wir nämlich Beleuchtung. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt hier das zumachen? Das bockt vom Licht ja ein bisschen. Ein bisschen. Tja. Ja, gut. Na? Dann würde ich sagen, der Grundaufbau steht schon mal. Was wieder mal eine schwere Geburt gewesen ist. Das, warte mal, dann haben wir aber. Hier muss auch noch weg. Weil hier kommt ja dann auch wieder ein Glowstone hin. So, hier kommt auch wieder ein Glowstone hin. Dann setzen wir jetzt aber erst einmal die Glowstones an. Jetzt schon wieder der Fluchbooster hier. Ne, der muss hier hin. Und zwar hier hin. Ja, toll, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ah, Sweet Lily, ja, gute. Na, also. Kannst du das. Was habe ich denn hier? Ach so, hier hat es nicht gereicht. Das heißt, hier, oder? Ja. So. Gut, das hier muss ja eh noch weg. So. So. Machen wir das jetzt hier aber noch fertig. So. Gut, Fluchbooster ist vorbei. Ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen, wie ich mir das so weiter vorstelle. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja gerne ebenfalls irgendwelche Ideen mitbringen, mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen und mal gucken, ob wir da auch irgendetwas von gescheit umsetzen. Nein, ob ich etwas davon gescheit umsetzen kann. Und ja, also ihr werdet weiterhin über Neuigkeiten über Twitter informiert. Da wird immer gepostet, neues Video und hast nicht gesehen. Hast nicht gesehen war bis jetzt noch relativ wenig, aber soll auch mehr kommen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ah, ne, tut mir leid, es ist ja früh morgens. Einen schönen Tag. Für mich ist es abends, ich gehe jetzt ins Bett. Und haltet die Ohren steif, ne? Haut rein, macht's gut.